Brötchen? Nein, sogar gerade Brot. Wir haben es jetzt 6 Uhr morgens. Wir haben bis kurz vor 5 konnten wir noch essen und trinken. Heute habe ich für die Kids einfach ein bisschen Brot gemacht mit Ei, Gurke gab's und dann wie jeden Tag Datteln und Nüsse noch dazu. Haben sie gegessen und dann haben sie sich noch mal ein bisschen hingelegt. So eine halbe Stunde, 40 Minuten stehen die dann auf für die Schule. Ja, ich sitze hier und schneide deinen Vlog von gestern, den ihr dann wahrscheinlich schon gesehen habt, inshallah. Ja, und das funktioniert super. Das war ja so ein bisschen so mein Plan, dass ich so ein bisschen produktiver bin. Und ich liebe es, wisst ihr, was ich am meisten liebe? So morgens ich den Sonnenaufgang, auch wenn ich den nicht sehe, aber dieses nach dem Morgengebet einfach wach zu bleiben. Und ich weiß nicht, ob ihr das hört im Hintergrund, die Vögel, die zwitschern ja die ganze Zeit immer beim Sonnenaufgang. Das ist so schön. Ich liebe das. Vor allem, ich hatte das ja schon erwähnt mit dem abgedateten Schnittprogramm, was ich nochmal mir dazu gekauft habe, läuft es auch nochmal viel, viel besser mit dem Schnitt. So dass ich auch hoffe, dass ich nach Ramadan einfach dabei bleibe und ihr immer 2 Videos die Woche bekommt. Das war ja schon so lange mein Wunsch, dass ich das hinbekomme, euch 2 Videos die Woche hochzuladen. Also inshallah wird das dann auch so weitergehen. Ja, mal gucken. Ich werde mir wahrscheinlich dann, war ja auch eigentlich, wir haben ja jetzt schon wieder, sind Ende März, kommt April eigentlich, wollte ich mir Anfang des Jahres schon eine neue Kamera kaufen. Ja, ich glaube, ich gönne mir die dann selber zum Ramadanfest. Ja, ich kaufe mir mal selber meine Geschenke. Und deswegen, glaube ich, schenke ich mir dann inshallah eine neue Kamera, damit ich euch noch schönere, qualitative, hochwertige Videos produzieren kann. Auf jeden Fall. Für heute ist der Plan. Wie gesagt, heute ist ja Montag. Die Kids gehen zur Schule. Ansonsten, ja, lese ich hier und da eure Kommentare. Ich glaube, ich mache das mal so in jedem Vlog. Mache ich vielleicht dann später nochmal, dass ich so hier ein bisschen lese und hier so ein bisschen im Allgemeinen immer wieder mal was beantworte. Finde ich nämlich dann immer ganz praktisch. Ja, also ich schneide jetzt hier das Video noch ein bisschen weiter. Weiß nicht, bin jetzt nicht müde. Mal gucken, vielleicht lege ich mich auch noch 1-2 Stündchen hin. Und wir sehen uns auf jeden Fall später wieder. Na, kein Stundenausfall? Nein. Die Kinder hoffen immer, dass irgendwie eine Stunde ausfällt bei denen. Giordani? Giordani. Uai, Giordani. Sarebbe Giordani. Ich fange jetzt an, wieder zu kochen. Wir haben es jetzt schon gleich 17 Uhr. Ich mache heute wieder einfache Sachen. Ich habe, als wir uns gesehen haben, habe ich bis 10 Uhr morgens das Video geschnitten, also um 10 Uhr morgens habe ich es dann hochgeladen und habe mich dann für 1,5 Stündchen hingelegt. Ich weiß nicht, ob ich wirklich geschlafen habe, kam mir nicht so vor, aber ich habe mich, wie gesagt, hingelegt. Und dann habe ich Hausarbeit gemacht, also habe ich jetzt nicht mitgefilmt. Hatte ich jetzt keine Lust, ehrlich gesagt, weil ich dann immer so durch die ganze Bude flitze. Ich habe Wäsche gemacht, bisschen sauber gemacht. Ja, dann hatte ich noch so E-Mails und noch so andere Sachen so zu erledigen. Kids sind jetzt fast alle da aus der Schule. Die machen gerade so ein bisschen ihre täglichen Aufgaben, was sie so zu tun haben. Katzenklo, bisschen sauber machen, hier und da. Ihre täglichen normalen Aufgaben, die ich ja auch habe. Heute kochen wir als Süppchen. Mache ich meine polnische rote Betesuppe, also den Borscht. Auf Deutsch sagt man Borscht. Das heißt Borscht. Die mache ich, also heute wird es auch vegetarisch bleiben. Ja, und ich mache Bandnudeln mit einer Champignon-Sahnesoße und Brokkoli kommt noch mit rein.
Zum Nachtisch gucke ich mal, ob ich jetzt noch was schaffe. Ansonsten gibt es Naschereien für die Kinder nach dem Essen. Genau, also ich lege jetzt am besten los mit dem Süppchen. Da habe ich ein bisschen Gemüse zum Schnippeln. Die Bandnudeln, Champignons, Sahnesauce, das geht schnell. Salat mache ich einen Feldsalat mit irgendwas. Mal schauen, ihr werdet das ja sehen. Für die rote Beete-Suppe, jetzt ist das für mich ganz ungewohnt, so eine kleine Suppe zu machen, aber ich will ja halt, dass nichts übrig bleibt. Deswegen kleine Portionen. Für die rote Beete-Suppe natürlich frische rote Beete. Dann mache ich eine Kartoffel rein, ein bisschen Pastinake, Karotte, Knollensellerie, Lauch und ich habe auch noch Stangensellerie. Ist alles halt einfach Geschmack. Eigentlich reicht es auch, wenn ihr rote Beete, Kartoffel, Karotte und ein bisschen Knollen oder Stangensellerie nehmt. Aber ich habe da auch noch Pastinaken und Lauch. Deswegen wird es eine schöne, gemüselige, gesunde rote Beete-Suppe. Das wird erstmal alles klein gewürfelt, wird gekocht und was da noch alles reinkommt, werdet ihr gleich sehen. Ja, soll ich das nach hinten geworfen? Und das habe ich so genommen. So, dass es so gleich lang ist. Das können wir noch länger machen. So, und dann hier mit einer Nadel zugemacht. Halt fest. Dann hast du nur das noch mehr länger, aber hinten kürzer und vorne. Und die eine Seite noch länger lassen. Bunne, das wird auch geschält? Ja. Auch wie Karotte schälen. Ja. Kartoffel auch schälen, das schälen. Rote Beete mache ich hier, nur die Enden abschneiden. Baba will auch Tauk. Machen Champignon Sahnesoße mit Bandnudeln. Ja, mit Tauk. Ja, eine will ohne machen, sag mal. Eine mit Tauk. Was hast du da, Baba? Das ist Pflanzenerde. Ja, eine Palette. Eine Palette sind 51 Stück. Ah, 40 Liter. Werden wir hier für hinten, kannst du dir zeigen. Hier richtig umgraben. Ein Beet mit guter Erde, Pflanzenerde. Was werden wir denn hier anpflanzen? Alles Mögliche. Der ganze Raum bis nach hinten. Wird mit einem Bagger umgegraben. Also die obere Erde, was nicht gut ist. Einfach weggetragen und dann die Erde, was wir jetzt gekauft haben, die Erde drauf machen. Okay. Deshalb brauchen wir hier sehr viel Pflanzenerde. Die werden wir hier zwischenlagern, weil wir müssen ja mit dem Bagger hier rein, auf der Seite steht. Do you understand? Yes. What I mean? Ist, Baba, ich wollte fragen, was ist das hier eigentlich? Ja, das ist Vogelkot. Da werden die Gurken und Tomaten dreifach so groß. Was ist das? Die Stangenbohnen werden halben Meter lang. Alleine nur durch diesen Dünger. Ich gehe nicht rauf, gehe nicht rauf. Mhm. Ich werde jetzt ein bisschen Erde raufstreuen, dass es nicht mehr so schlimm aussieht. Und nachher muss ich mit der Elektrohake die nochmal umwälzen. Genau, hier ist die Elektrohake. Ziemlich spannend. So. Das hier ist die ganze Erde, die wir für das Beet brauchen. Wie viele Tüten benutzt du hier? Keine Ahnung, ich muss gucken. Ich werde es ganz dünn. Dünn machen. Jetzt haben wir die Erde drauf gemacht. Und so dünn. Übersehen jetzt, dass auch nicht so eklig aussieht. Die Nachbarn. Und dann. Stinkt ja dolle. Verstehst du? Mhm. Dann sieht es nicht mehr so schlimm aus. Erstmal.
Jetzt kommt einmal ganz normal kaltes Wasser zu dem kleinen geschnippelten Gemüse. Ups, und dann lassen wir alles einmal köcheln. So, ich mache ein bisschen mehr Wasser. Und darum kümmern wir uns erst, wenn das Gemüse weich gekocht ist. Ja, Miriam, ich will dich verpetzen, dass du Hühnchen wolltest. Papa meinte auch, ohne Dings, ohne geht es nicht. Ja, die geht ganzen nicht. Fleischfresser hier, die ganzen Fleischfresser hier. Wollt die Bandnudeln ohne Fleisch machen und meine, wie, ohne? Wir müssen wachsen. Da kommt doch Hühnchen rein. Ich so, nein. Sie hat ihren Vater extra angerufen und ihm gesagt, er soll Hähnchenbrust mitbringen. Und jetzt hat er Hähnchenbrust mitgebracht und dann noch so, was sind das noch? So Hähnchen? Hähnchenkeulen für morgen. Hähnchenkeulen. Ja, dann machen wir die auch morgen. Na gut, wir hatten jetzt noch, bis jetzt noch gar nicht so richtig so, sag ich jetzt mal, große Fleisch. Stücke, ne? Wir hatten immer so ein bisschen Fleisch hier und da im Essen drin. Okay, dann machen wir morgen im Backofen Hähnchenkeulen. Vielleicht dazu. Kartoffeln hatten wir jetzt auch noch gar nicht, ne? Kartoffeln oder Pommes machen wir im Airfryer. Im Airfryer Pommes und dazu das Hähnchen. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall. Also da kommt doch Hähnchenbrust mit rein in die Champignon-Sahnesoße und Brokkoli. Zwei? Ja. Das und noch ein. Ja, genau. Ja. So, ich zeig dir jetzt, Kind. Ja. Das Brett ist übrigens rot von der roten Beete. Schneide es einmal. Ja, das brauchst du nicht so. Du kannst auch so normal gerade schneiden. Schneide. So, genau. Dann musst du einmal fühlen. Ja, genau. Da ist immer so ein hartes Stückchen. Das schneidest du einmal raus. Hier, guck mal, wenn du anfängst, du merkst, dieses eine Teil ist ja so lose. Das Weiche, ja. Das kannst du so rausschneiden. Dann ist das immer besser, einfacher zum Schneiden. Genau. Pack es zur Seite. Ja, ich gebe dir eine Schale. Nimm ein anderes Messer. Das für die Bandnudeln mit Hähnchen, Champignon, Sahne, Soße und Brokkoli. Braten wir jetzt dieses Hähnchen einmal an. Hier ist ja die Hähnchenbrust. Als Salat gibt es heute ein Feldsalat. Da kommt ein bisschen geriebene Karotte rein. Gurke, etwas Paprika und Lauchzwiebeln. Ja, genau, das reicht. Das wird der Salat heute. Und dann mein klassisches Dressing. Zitrone, Salz, Pfeffer, etwas Sumak, eventuell Granatapfelsirup. Und das war es eigentlich auch schon. Eventuell wieder Federkäse rein. Mal gucken. Wenn das Hähnchen schön angebraten ist, ich hoffe, ihr hört mich, ich spreche ins Mikrofon. Dann Zwiebel und Knoblauch mit dazu geben und auch mit anschwitzen. Jetzt gebe ich etwas von meiner Gemüsepaste mit rein. Ihr könnt aber auch gekörnte Gemüsebrühe verwenden. Ich mache die morgen neu, dann zeige ich die euch so wenig. Das können wir auch schon verteilen. Dann machen wir eine kleine Mehlschwitze, damit das Ganze auch eine Soße wird. So, das braten wir auch ein bisschen mit an. Mal so, ja. 2 Esslöffel, 2,5. Und das schon mal so ein bisschen mit anbraten. Und dann können wir auch schon anfangen zu würzen. Dort kommt schön Pfeffer rein.
Knoblauch haben wir ja schon. Etwas Salz. In der Gemüsebrühe ist ja, in der Gemüsepaste ist ja auch schon Salz. Kann dazu noch mal. Reicht erstmal. Was noch? Eigentlich kann man sich da austoben, was man da so alles reinmachen will. Ich habe hier noch so ein Pilzpfannengewürz. Deswegen mache ich es mit rein, aber muss man jetzt nicht. Ich mache einfach, was ich so da habe. Ist letztendlich immer so eine Geschmackssache. So, dann rühren wir. Jetzt gießen wir das Ganze mit Wasser auf, gekochten. Ihr könntet jetzt auch Milch nehmen, aber ich mache das immer Wasser und dann die Sahne. Mal schauen, damit das nicht ganz so fettig wird. Ich kratze immer so, weil am Boden ist jetzt schön das ganze angebratete lösen. So, dann kann auch schon die Schlagsahne dazu. Ich mache jetzt mal 2 Becher rein für die Menge. Den Herd wieder etwas hoch. Und dann kann auch schon der Brokkoli mit rein. Der ist jetzt so ein bisschen klein gemacht in kleine Röschen. Und dann lassen wir das erstmal aufkochen. So, und dann Deckel rauf und lassen das jetzt bei mittlerer Stufe vor sich hin köcheln, bis der Brokkoli dann auch gar ist. So, das Gemüse ist jetzt schön weich. Jetzt kommen die letzten Schritte. Und zwar kommt da etwas Essig rein. Diesen auch wirklich nur zum Schluss reingeben. Nicht am Anfang, weil sonst wird irgendwie das rote Beet ja nicht weich oder so. Keine Ahnung. Hat mir meine Mutti gesagt. Der Essig bewirkt jetzt auch nochmal, dass die rote Beete so richtig nochmal ihren Saft ablässt. Dann zum Schluss optional so ein Schluck Sahne. Das macht das Ganze halt auch nochmal, ja, ist halt so für die Farbe und das, ja, sieht gleich ganz anders aus. Es ist ja keine klare Suppe, sondern halt eben, guckt mal, es sieht die Farbe, schaut es euch doch mal an. Kommt das in der Kamera rüber? Ja, das sieht wundervoll aus. Als letztes noch ein kleiner Klecks frischer Petersilie. Achso, Salz habe ich noch vergessen. Ein bisschen frische Petersilie und Salz hätte man auch am Anfang reinmachen können. Ist ja jetzt schon. Oh, das sieht einfach richtig pink aus. Das sieht so toll aus. Und etwas Pfeffer mache ich auch noch rein. Und so ein bisschen. So, schaut euch mal bitte. Ach, das ist meine Lieblingssuppe. Also heute gönne ich mir einfach mal 3 Teller von dieser Suppe, glaube ich. Ich brauche kein Hühnchen. Ich brauche nur rote Beete-Suppe. So yummy. So yummy. Hier könnt ihr auch schauen, dass ihr so ein bisschen zum Ende auch anfängt, den Deckel abzunehmen, damit das Ganze auch noch mal besser andicken kann. So, also ruhig dann den Deckel entfernen, damit die Soße dann noch mal etwas dicker wird. Ich mag das auch, wenn der Brokkoli nicht ganz so lapprig ist, sondern noch ein bisschen weich. Aber das lassen wir noch ein bisschen blubbern. Ihr seht, es ist noch ein bisschen zu flüssig. Für den Salat jetzt einmal Zitronensaft. Dann Olivenöl. Was du magst. Und Salz, Pfeffer.
Akku leider. Diese Farbe ist einfach nicht normal. Ich vergesse es immer, mich da einzuholen. Dann denk mal daran. Du musst auch etwas wollen. Was kochen, ne? Mit? Nein, ja, die Metallwerkstatt. Ich dachte, ich mache das vielleicht regelmäßig. Mir fällt immer was ein. Okay. Ich dachte, ich beantworte immer etwas. Und da ist mir nämlich eingefallen, weil ich die Frage auch öfters gelesen habe. Was ist denn mit Abschmecken beim Kochen? Ganz wichtige Frage, berechtigte Frage. Ne? Was ist damit? Oder was ist, wenn man aus Versehen Finger ablutscht? Oder man darf abschmecken, muss es aber wieder ausspucken. Genau, also ich zum Beispiel, ich brauche nicht abschmecken. Ich habe meine Würzung schon im Griff. Ich kenne meine Portion, wie viel ich würze. Also ich brauche da echt nicht abschmecken. Ich würde da auch nicht experimentieren im Ramadan mit neuen Rezepten oder wo man halt eben nicht weiß, ob das jetzt gut abgeschmeckt ist oder irgendwelche neuen Gewürze oder so. Würde ich nicht empfehlen. Wenn man jetzt wirklich nicht so gut kochen kann, ja, und man ist sich nicht, oder man ist sich jetzt in dem Moment nicht sicher, habe ich da jetzt Salz reingemacht oder nicht, oder ne, man will nicht versalzen, dann laut meiner Information. Ich möchte hier keine Fetwa geben. Jeder sollte natürlich immer selber recherchieren. Aber soweit ich weiß, kann man abschmecken, indem man ein bisschen was nimmt auf die Zunge und das wieder ausspuckt, ohne zu schlucken. Ja, also für diejenigen, die gar nicht so gut im Kochen sind und sich da wirklich Sorgen machen, dass das Essen dann eventuell ungenießbar wäre, kann man das machen. Wenn man aus Versehen während des Kochens was ableckt, abschleckt oder auch beim Vorbeigehen irgendwie, ja, aus Versehen ist aus Reflex. Ist das nicht schlimm? Das hat man ja dann nicht bewusst gemacht. Würde man das bewusst machen, würde das Fasten brechen und würde das Fasten kaputt machen sozusagen. Aber wenn es unbewusst geschieht... Und dann gibt es 60 Tage Straffasten. Ja, oh, da gibt es Straffasten. Wenn das unbewusst geschieht, ist es nicht schlimm, da es ja eben unbewusst ist. Bei mir passiert das nicht. Ist mir eigentlich noch nie passiert, oder? Ist mir sowas mal passiert? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, man merkt es aber sofort. Ja. Allah gibt da schon eine Reaktion. Ey, ja, aber es ist ja nicht so schlimm. Aber wenn es unbewusst ist, ist es eben nicht schlimm. Heute ist Tag 5. Ich gucke jetzt, der Ramadan-Vlog Tag 4 ist ja online gegangen. Und dann lese ich immer gern Kommentare. Also ich finde ja, du solltest die täglichen Vlogs beibehalten. Empfände ich als äußerst angenehm. Ja, glaub, das wäre auf Dauer echt viel. Theoretisch, ich bin so im Flow, aber das liegt auch nur daran, weil wirklich Ramadan ist. Und ich merke den Unterschied. Ich weiß nicht, schreibt mir mal bitte, meine muslimischen Zuschauer hier unter euch, ob ihr das merkt. Im Fastenmonat Ramadan sind ja die Himmelstore geöffnet und die Höllentore geschlossen. Und der Scheitan ist angekettet. Ja, der Teufel. Ja, der Teufel ist angekettet. Und somit ja, fühlen wir uns auch im Monat Ramadan ganz anders. Ich merke das selbst. Also man hat nicht... Also das muss man auch verstehen. Ne? Man muss ja erstmal daran glauben. Ja, an die Hölle und an den Himmel und an Gott und an den Teufel. Und wenn man das alles tut, dann weiß man, dass der Teufel natürlich uns zu Schlechten verleiten will und nicht möchte, dass wir im Paradies landen. Und somit haben wir viele Einflüsterungen. Und diese merkt man, dass die im Monat Ramadan gar nicht da sind und mir Dinge, die mir sonst auch ein bisschen schwer fallen im Monat Ramadan, total einfach fallen. Das sind kleine Beispiele. Ich komme da mal an einem anderen Tag mal ein bisschen detaillierter auf das Thema, aber es ist auf jeden Fall, ja, wir fühlen uns im Monat Ramadan ganz, ganz anders.
Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Eure Kinder sind so wohlerzogen. Ich als Berufstätige bin schon mit 2 Kindern überfordert. Wie schaffst du das als Mutter von 8 Kindern? Also, erstens, bitte, jede Mutter ist auch mal überfordert. Sei es mit 1 Kind, sei es mit 2 Kindern, sei es mit 3 oder mit 8, 9 oder 10 Kindern. Das kennt jede Mutter, ja, also ich spreche ja Gott sei Dank auch immer wieder mal über solche Themen und auch ich habe meine Down-Phasen und es ist nicht immer einfach, man hat immer seine Höhen und Tiefen als Mutter und schwere Phasen, einfachere Phasen, aber das Leben geht halt weiter, mal hat man einen schlechten Tag, dann hat man wieder einen guten Tag. Ja, deswegen macht euch bitte keine Sorgen. Ich sage das auch immer wieder bewusst, dass ich nicht möchte, wenn ihr mir hier folgt, dass ihr ein schlechtes Gewissen bekommt und denkt, ja, sie schafft das mit ihren 8 Kindern, warum schaffe ich das nicht und so. Das sollt ihr auf jeden Fall nicht haben. Ihr sollt wissen, dass jede Mama auch mal überfordert ist und auch mal, ja, nicht so mit allem klarkommt. Ich beende hier jetzt den Ramadan-Tag 5 und hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das Ganze hier tun. Hier findet ihr die Ramadan-Playlist, falls ihr die anderen Videos noch nicht geschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst dem Video sehr gerne einen Daumen hoch da. Ich freue mich über eure Kommentare und bis morgen, inshallah. Tschüss!